begreift ihr es immer noch nicht? Ich bin nicht aufzuhalten! Dann wirst du jetzt wohl begreifen müssen, dass wir nicht so leicht aufgeben. Ja, und willkommen zu einer weiteren Folge von Lego Batman 3 jenseits von Gotham. Und ich sage, Pizza, Pizza! Willkommen hier in Italien. Und wir halten gerade Brainiac auf, der Italien gerade schrumpfen möchte, aber wir wollen das natürlich nicht. Ich will nämlich noch weiter Pizza essen. Das finde ich auch so. Hier, bekommst deine eigene Droge. Ah, hör auf mich zu schrumpfen, Alter. Ich will noch die Münzen hier einsammeln. So, alles mal hier einsammeln. Hier, warte. Achso, ich muss ihn hierher locken. Na, ich hab dich doch hierher gelockt schon. Jawohl! Das ist unsere Chance. Schnappen wir ihn. Rasch, wir haben nicht viel Zeit, bis er wieder zu sich kommt. Dann komme ich da hoch. Dann muss ich ihn jetzt abwerfen. Psycho. Ihr Narren! Das wird die Menge sein. Nein. Machen wir das Metallmonster fertig! Metallmonster? Ich bin doch kein Narr. Ich bin ein ganz normaler Kämpfer. Warte mal, hier ist der schiefe Turm von Pisa. Kann man ihn gerade machen? Nee, kann man nicht. Das ist ja schön gewesen. Also wenn man so draufschlägt, dass der auf einmal gerade wird. Dann hat man ja nicht mehr das Markenzeichen. Gut. Warum ist hier neben dem schiefen Turm von Pisa so ein komisches Gartenhäuschen? Das kenne ich doch nicht. Man nennt es hier so ein Gartenhäuschen. Okay, warte mal, Moment. Kannst du auch noch ein bisschen elektrisieren. Am vielen Electric. Psyup. 1 von 5. Okay, es sind wieder solche Minikits. Okay, ein Minikit. Was wir erst bekommen, wenn wir alle 5 von diesen Flaggen hier kaputt machen. Tut mir leid, Italien, aber ich muss es leider hier kaputt machen. Ey, wir haben fast 100%. Komm mal. Wir können das schaffen. Ist ja auch nochmal eine 10.000er Münze, bitte. Oh, aber richtig viele Münzen. Hier hinten vielleicht noch? Nee. Eigentlich immer in den Ecken sind die 10.000er Münzen zu sehen. Obwohl, sie sind eigentlich nicht zu sehen, weil wir in der hintersten Ecke sind. Deswegen gibt es auch im neuesten Lego-Film, wollte ich schon sagen. Lego-Spiel. Keine 10.000er Münzen, also nicht mehr in der Ecke, weil man in jede Richtung gucken kann. Und deswegen ist es auch unnötig, die da hin zu platzieren, wenn man eh in jede Ecke gucken kann. Alter, Laser die Doppelte. Das klingt irgendwie so falsch. Jawohl, mal 7 ist super. Schon. Guck mal, wir haben schon 230.000, Alter. Dafür ist nicht mal mein ganzes Konto wert. Ich glaube ja auch nicht. Ja, das kann ich nicht kaputt machen. Ah, hier kann ich was bauen. Ah, oh, Superman kann richtig schnell bauen. So, hier. Bitteschön. Hä? Achso, ich muss das erst... Warte mal. Ich muss das erstmal auf... tun. War klar doch. Na. Bitteschön. Wie ist das möglich? Psychologie. Es ist bereits zu spät. Euer Planet gehört jetzt. Meine Fresse. Laber mal kein Müll. Italien ist noch nicht Ende. Wir haben doch gleich die 100% da oben. Ist das schon so gelb wie ich in der Sonne? Oh, ich sehe da aus wie so eine Tomate. Was sind die Münzen an? Es fehlt nicht mehr viel, come on. Machen wir hier hinten noch ein bisschen was kaputt. Soll ich es kaputt machen? Hallo?
Superman. Jawohl, komm schon. Nicht mehr viel, Alter. Nein, dieser Superman nervt. Also am Anfang fand ich ihn irgendwie cool, aber jetzt seine Fähigkeiten sind mehr. Ey, das ist doch schon gelb genug, Alter. Wie viel gelb muss das denn da noch sein? Und ich mach doch schon alles kaputt, was hier kaputt machen kann. Ich kann auch nicht mehr viel kaputt machen. Junge, was muss ich denn noch kaputt machen, Alter? Gott, hier gibt's noch was zu bauen. Da braucht man ja eigentlich auch noch Münzen. Richtig viel. Ah, das ist jetzt dein Ende. Aber wenn das jetzt das Ende ist, nee, dann will ich jetzt nochmal. Come on, ich will das jetzt noch hinkriegen. Immer noch nicht genug. Das kann doch nicht wahr sein. Hier hinten immer noch was kaputt gemacht. Alter, es reißt es doch nicht mehr viel. Ja, danke Brainiac, dass du mir hilfst beim kaputt machen. Ey, ich mach doch hier schon alles kaputt, was ich kaputt machen kann. Wenn ich wüsste, wie viel die brauchen, dann wäre ich jetzt schon längst fertig. Aber na gut, dann können wir leider nichts mehr machen. Schade. So. Ich bin nicht auf Versagen programmiert. Doch. Dein Ende ist jetzt nah. Da, da waren noch Münzen. Dann seid ihr blöd. Dieses Mal haltet ihr mich nicht auf. Als ob mir haben wirklich nur 99% gereicht. 98%. Das kann doch echt nicht wahr sein. Das ist doch echt ein Scherz. Aber was ist denn das für ein komischer Plot? Weil die ein fucking Eis gegessen haben, hat es jetzt geschafft, die Italien zu schrumpfen. Jetzt möchte wahrscheinlich nach Koffeln. Das glaube ich. Aber klar doch, Batman. Dafür sind wir da. Gut, weil wir eh schon in dieser Basis alles erkundet haben, gucken wir doch direkt rein. Ach, wieder so ein Puzzle-Level. So ein Matrix-Level. Brainiac in der vierten Dimension. Was ist das denn für eine komische Plattform hier? Oh, oh. Ja, davon sollte ich mich nicht treffen lassen. Ach, den kriegen wir. Ein paar Speedrun-Skills. Ah. Boah, seht ihr, wie gut ich hier bin? Easy. Und das haben wir auch. Jawohl. Und tschüss. Oh Gott, der Gott. Da oben ist er wieder. Als ob. Scheiße. Jetzt. Das vorhin hat nicht gezählt. Ja, jawohl.
Jawohl. Easy hier rüberlaufen. Ihn hier abkürzen. Oh. Jawohl. Und alle guten Dinge sind drei? Ja. Ui, jetzt haben wir noch so Gegner. Oh. Ich dachte, ich schaffe den Sprung, aber der hat halt keinen Doppelsprung. Gut. Ja, bisher gehe ich den sicheren Weg. Ja, dann kriegen wir dich jetzt. Oh, fuck. Mann. Hey, komme ich hier nicht rüber? Ach doch. Okay, aber ich wurde noch nicht von diesen komischen Wächtern getroffen. So. Alle guten Dinge sind drei und weg mit dir. Na, da wollte er ja nochmal zuschlagen. Nein, nicht mit mir. Nicht mit mir. Oh, jetzt gehen wir nach Gotham. Brainiac ist auf dem Weg nach Gotham, Batman. Natürlich. Das ist meins. Das ist meins. Und das hier. Ash, du willst sie doch sicher zurücklegen. Okay. Kann ich deinen Gürtel haben? Wo sind die ganzen armen Menschen? Sie verschanzen sich wohl aus Angst, dass wir auf sie drauftreten. Oh, ich liebe euch, Leute. Seht nur, da ist Brainiac. Ah, ein riesiger Schädel. Ich kann ihnen nicht entkommen. Angriff, meine Schergen! Angriff! Du wirst jetzt aber nicht böse und so, oder, Lupo? Natürlich nicht. Wie könnte ich jemandem, der so ängstlich ist, denn die Hilfe verweigern? Okay. Wenn das so ist, dann hilf mir doch, Brainiac zu stoppen. Bitte. Das finde ich auch so. Also, bitte jetzt wird nicht zum Bösen und helft diesem Brainiac. Denn er wird jetzt hier auch noch Gotham angreifen. Das ist nicht so schön. Vor allem Gotham ist doch unsere Heimatstadt. Wie ich zu dem hier sage. Warte mal, ich brauche mal hier unseren Strahlenanzug. Damit wir das hier weglasern können. Und jetzt brauche ich meinen Gefahrenanzug. Na, nicht den Mech-Anzug. Warum haut er denn die ganze Zeit das weg? Na, hier kann ich wahrscheinlich wieder was bauen. Oh, die Gegner nerven wieder purens. Machen wir hier so ein kleines Batmobil oder was? Ne, ein Minikit. Jawohl. Gut. Muss mir erstmal hier einen Überblick schaffen. Muss man wieder alles kaputt machen, was man hier kaputt machen kann. Warte mal. Hier kann ich was bauen. Ich soll jetzt bauen. Ah, ein Hebel. Ach, oh nee, nicht das schon wieder. Oh Gott, dann müssen wir wieder diese Dinger sammeln. Das wird dir in meiner Stadt auch nicht gefallen. Die sollten aufräumen. Ja, wir könnten daraus eine Waffe für Brainiac bauen. Ja, ich weiß nicht, ignoriert mich einfach. Ach, nee, wir bauen da so eine Eisdiele. Damit die noch mehr Eis essen können. Und dann Brainiac ignorieren können. Alter, ich sag ja. Die Gegner in Lego-Spielen, die Nerven des Todes. So, warte mal. Da hinten gibt es noch was zum Aufmachen. Was hat denn das jetzt gebracht? Achso, damit ich diese Dinger sammeln kann. Warte. Ja, ich brauche wieder 25 Stück davon, okay. Ist ja nicht umständlich genug, nee. Hey, gibt's da nicht so einen automatischen Dings, dass er das alles auf einmal so aufsaugt, ohne dass ich da noch extra alles Kleine mitsaugen muss? Das ist ja wie in Real Life. Du musst alle kleinen Krümel mitsaugen. Ist das schlimm.
Außer natürlich, du willst deine Bude so hässlich haben wie möglich. Obwohl, bei mir sieht es gerade auch nicht so gut aus. Deswegen sollte ich lieber die Fresse halten. So, was gibt's denn jetzt hier auf dem Dach? Ich muss erstmal hier wahrscheinlich so eine Leiter bauen, oder? Oder komme ich da gar nicht hoch? Ne, ich komme da gar nicht hoch, oder? Ah, oder? Yeah. Ah, doch. Trick 17. Ui, 10.000er Münze. Noch eine 10.000er Münze. War da gerade 20.000. Lass sich sehen. Aber hier oben gibt es ja gar nichts. Aber für die 10.000er, für die beiden 10.000er Münzen hat es sich trotzdem gelohnt. Was macht man nicht alles für Geld? Na, geh aus dem Weg. Nervensäge. Ach, der holt ja noch mehr. Aber mein Multiplikator steigt immer mehr. Das Geld steigt und steigt und steigt. Warte mal, da oben kann ich was aufziehen, oder? Ich brauche was Metalliges, warte mal. Nee, nee, nee. Auch nicht, jawohl. Warte, du sollst das da anziehen. Na, geht doch. Auf damit, komm schon. Jawohl. Oh, noch ein Minikit. Alter, hier findest du die ja schneller als bei den anderen Leveln. Dann müssen wir das jetzt hier nochmal aufsprengen. Geh verdammt nochmal weg hier. So. Oh, jetzt super mit deinem Schild. Alter, mach sogar mit dem Schild an. Ich bin Captain America, nur in Lex Luthor Variante. Alter, ich habe sogar so einen unsichtbaren Anzug. Hab ich gar nicht gemerkt. Gut, wir haben genügend. Komm ich hier auch so rüber, dass ich jetzt nicht den Anzug wechseln muss? Na okay, warum probiere ich es auch? Warte mal, ich helfe dir. Saugi, 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 saugi. Ah, nicht mehr viel. Und da haben wir es. Voll. Oh, mit Kryptonit. Wir sollten das auf Brainiacs Schiff schleudern. Nein, mir würde es auch nicht gefallen. Wir müssen es werfen, um Brainiac aufzuhalten, aber was, wenn ich nicht treffe? Deswegen mache ich das. Wir haben ihn. Sieht er sehr sauer aus? Oh, ich hoffe, es geht ihm gut. Wir könnten ihm zur Entschuldigung ein Geschenk schicken. Ich liebe einen guten Jahrmarkt. Die Spielbuden, die Karusselle. Was für ein Riesenspaß. Ich frag mich nur, von wem dieser Jahrmarkt gebaut wurde. Mir fällt's wirklich nicht ein. Okay, wofür habe ich das jetzt hier gemacht? Damit sich das die ganze Zeit hier dreht. Okay. Super. Haben wir so einen Elektroanzug? Der jetzt stirbt. Achso, ich dachte schon, ich sterbe. Ah nee, das ist nur sein Special-Angriff. Warte mal, da oben. Ich sehe nichts, weil Brainiac im Weg ist. Muss ich das irgendwie auf? Guck mal, ich gehe auf den Knopf. Das bringt nichts. Hm. Ist das abschießen vielleicht? Ich sehe schon wieder nichts. Jawohl, ich hab's geschafft. Okay. Ich habe immer wieder nichts gesehen. Okay, der hat tatsächlich so einen Elektroanzug. Hauptsache sich selbst elektrisieren. Das ist ja geil. Ich sag ja, Joker ist einfach der Beste. Ich weiß wirklich nicht, was das hier bringt, diese drehenden Feuerräder. Aber damit es schön aussieht, machen wir das. Joker, dein Jahrmarkt ist wirklich super. Da würde ich auch gerne mal mitfeiern. Der kann sich sogar in so eine fucking Kugel verwandeln. Eieiei. Warte mal, ich muss
Nee, Donny, jetzt klappt's. Muss man Zeit dort hochrennen. So schnell wie möglich. Ich muss aber noch eine Leiter hier bauen, weil sonst kriegt das doch nicht kaputt, oder? Das ist wahrscheinlich nur für ein Minikit oder so. Es gibt ja nicht nur Minikits, es gibt ja auch noch rote Steine. Das hat mir im letzten Lego-Spiel ja auch. Habe ich nur vergessen, das zu erwähnen. Und hier kann ich wahrscheinlich was bauen, genau. Unser Lieblingslaufrad. Komm schon! Sei schneller als Wigdowski! Weiß nicht, wer das ist. Das ist doch so ein Toner, oder? Dieses Rad ist ja riesig! Ein Riesenrad für einen riesigen Radfahrer! Ich wollte ein Riesenrad, aber jetzt baue ich etwas noch Besseres! Humor durchgespielt, die beiden. Sag ja, die beiden sind ein Dreamteam. Obwohl, Batman und Joker ist ein bisschen besser. Ah, die beiden könnten auch ein bisschen Spaß haben. Oi, lol, da fährt sogar so ein kleiner schwarzer Zug vorbei. Ah, wie süß das ist. Gut, ich drehe jetzt mal, ich lasse mal jetzt alle diese Dinger drehen. Gott, was hat er jetzt gebracht? Oder fehlt noch eins? Ah, hier fehlt noch eins. Aber jetzt habe ich doch alle. Hat nichts gebracht. Ja, geil. Finde ich schade. Oh. Ach, Menno. Na, Brainiac, komm her. Ich hab was für dich. Genau, davon, davon und davon. Ohne Achterbahn. Jetzt kann Brainiac mit uns eine schöne runde Achterbahn fahren. Ja, auf meiner Achterbahn. Meine. Jetzt habe ich Bock auf Lego Park. Das Legoland. Oh, jawohl. Der Jahrmarkt ist gerettet. Das, was noch von ihm übrig ist, jedenfalls. Wieso darfst du den Knopf drücken, um Brainiac aufzuhalten? Das sollte ich machen. Das ist ja sein Park. Grundy, hoffen, dass alles gut werden. Sei nicht so positiv, Grundy. Das kratzt an meinem bösen Image. Cheetah, wir brauchen Grundys positive Einstellung. Jetzt mehr denn je. Im Botanischen Garten finden wir bestimmt was, das uns weiterhilft. Genau. Wir müssen nur die gigantische Pflanze beiseite schaffen. Wo sind die Wurzeln? Solomon, Grundy, hoffen, dass Wurzeln ganz nah. Ist das nicht hier dieser Garten von Poison Ivy? Wo ist die eigentlich? Kann uns doch weiterhelfen. Also, Poison Ivy, wir brauchen eine Hilfe. Ja, wirklich, wo ist die? Die habe ich noch nie in der Story hier gesehen. Wo die im DC-Universum ja vorhanden ist. Sogar mehr, als man denkt. Hier kann jemand graben. Pflanzen oder was? Kann jemand so einen Laserstrahl rausholen? Weil keiner hat einen Laserstrahl. Oder hat es, Robin hat ja keinen Laserstrahl, oder? Nope. Er bekommt aber noch einen Anzug. Stimmt. Robin fehlt noch ein Anzug. So, Cheetah. Cheat mal ein bisschen. Schlechte Witze. Ich hab leider keine. Ach man. Ich hab leider keinen Laserstrahl. Aber Grundy kann das hier aufmachen. Was irgendwie nichts gebracht hat. Nee, was hat das jetzt gebracht? Das ist merkwürdig hier. Okay, das können wir auch nicht aufmachen. Hey, was. Hier kann ich nichts machen. Aber hier kann ich was machen. Und da oben bekommen wir sogar eine letzte Fähigkeit. Und sieht aus, als wäre das die Tauchfähigkeit. Wo wir vielleicht auch Stan Lee freischalten. Stan Lee, jetzt. Ich labere nur noch Müll. Adam West.
mir leid. Es tut mir so leid, dass ich immer wieder falsch sage. Aber ich bin immer so überfordert hier. Dann weiß ich immer nie, ob ich richtig sage. Dann halt mal was hier. Taucheranzug. Und das ist auch der letzte Anzug. Ach, jetzt haben wir Laserstrahl auf einmal. Okay. Dann können wir jetzt erstmal diese Wasserhähne wegballern. Oder soll ich sagen, weglasern? Oder kann man Adam West wirklich nicht helfen? Hilfe! Ich rette dich gleich. Ich kann aber hier tauchen. Das sehe ich. Aber ich kann helfen, kann vielleicht wahrscheinlich das Ding hier abbauen und dann kann ich wahrscheinlich irgendwas bauen, damit er befreit ist. Ja, sorry, aber dafür brauche ich Batman und Co. Habe ich aber hier leider nicht. Mir sind auch immer die gleichen Soundtracks, das merke ich immer wieder. Okay. Robin, hilf uns mal. Das Minikit, da komme ich leider nicht ran. Dafür brauchen wir, wie gesagt, Poison Ivy. Jetzt führt er die Pflanze! Boah. Na, endlich. 1 von 2.